Alles klar. Ja, dann, Monika, bist du bereit? Ja. Du bist bereit, sehr schön. Dann starten deine 4 Minuten jetzt. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen heute zum neuen, also 4-Minuten-Speak aus Rhodos, ganz frisch aus dem stürmischen Rhodos heute. Und bevor ich jetzt loslege, habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar ein 92-jähriger Mann beschloss nach dem Tod seiner Frau ins Altersheim zu gehen. Die Wohnung schien ihm einfach viel zu groß und er wollte für seine letzten Tage auch noch ein bisschen Gesellschaft haben, denn er war geistig noch ganz in guter Verfassung. Im Heim musste er lange in der Halle warten, ehe ein junger Mann zu ihm kam und mitteilte, dass sein Zimmer nun endlich fertig sei. Er bedankte sich und lächelte seinem Begleiter zu, während er seinen Stock gestützt langsam neben ihm herging. Bevor sie den Aufzug betraten, erhaschte der Alte einen Blick in eines der Zimmer und sagte: „Mir gefällt es sehr gut." Sein junger Begleiter war überrascht und meinte, er habe doch sein Zimmer noch gar nicht gesehen. Bedächtig antwortete der alte Mann: „Wissen Sie, junger Mann, ob ich den Raum mag oder nicht, hängt von der Lage oder der Einrichtung eben nicht ab, sondern von meiner Einstellung, von der Art, wie ich ihn sehen will. Und ich habe mich entschieden, glücklich zu sein. Diese Entscheidung treffe ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, denn ich kann wählen. Ich kann im Bett bleiben oder damit hadern, dass mein Körper dies oder jenes nicht mehr so reibungslos kann. Oder ich kann aufstehen und dankbar sein für alles, was ich noch kann. Jeder Tag ist ein Geschenk und solange ich meine Augen öffnen kann, will ich sie auf den neuen Tag richten und solange ich meinen Mund öffnen kann, will ich Gott Danke sagen für all die glücklichen Stunden, die ich erleben durfte und noch erleben darf. Sie sind noch jung, doch nehmen Sie sich den Rat eines alten Mannes zu Herzen. Deponieren Sie alles Glück, alle Freude, alle schönen Erlebnisse und Erinnerungen auf einem Spezialkonto, um im Alter über einen Schatz zu verfügen, von dem Sie zehren können, wann immer Sie dessen bedürfen. Es liegt an Ihnen, wie hoch die Einlagen auf dem Konto sind. Ich verrate Ihnen noch zwei einfache Tricks, mit denen Sie Ihr Konto rasch wachsen lassen können. Hegen Sie in Ihrem Herzen nur Liebe und Ihren Gedanken nur Freude. In dem Bewusstsein, so ein Konto zu besitzen, verliert die Zukunft ihre Ungewissheit und der Tod seine Angst. Der junge Mann hatte staunend zugehört und bedankte sich nun mit einem strahlenden Leuchten in seinen Augen. Freudig drückte er den Arm des Alten und meinte: „Vielen Dank, so aber ich habe ich ein Erinnerungskonto bei meiner Bank eröffnet und dieses Gespräch ist die erste Einlage." Mit diesen Worten öffnete er die Tür, um den neuen Bewohner sein Zimmer zu zeigen. Mit einem Schmunzeln sagte dieser: „Mir gefällt es sehr gut." Wir denken immer in Krisen, die sind also unlösbare Katastrophen. Ja, eine Krise kann so tiefgreifend wie nie, nie, wie nie erwartet sein. Humor, besonders in Krisen, ist deshalb nicht ganz so einfach. Humor zu haben, insbesondere in schweren Zeiten, bedeutet schnell eine andere Perspektive einzunehmen, so wie in dieser Geschichte. Dazu bedarf es Resilienz. Resilienz ist eine Fähigkeit, seelisch mit Krisen gut umzugehen, um eine gute Reaktion auf Krisen überhaupt zu haben. Daher glaube an deine Fähigkeiten, denn Angst lähmt unser Gehirn. Krise ist ein Helfer, unsere Ressourcen neu zu entdecken. Und wenn alles passt, ist Humor und Leichtigkeit selbstverständlich. Aber was ist, wenn nicht? Was ist, wenn uns die Krise in die Knie zwingt? Da hilft uns nur Großdenken. Auch mal uns selbst weniger ernst zu nehmen, über uns selber auch zu lachen. Wenn uns das Leben dazu zwingt, haben wir gelernt, wie flexibel wir sind. Erfolge von gestern sind Krisen von morgen. Sorge deshalb immer dafür, dass dein Kopf gut funktioniert. Und wie das funktioniert, dazu sagt dann Christine Löhnert auch noch etwas Genaueres dazu. Lass uns doch noch einmal zusammenfassen. Fazit der Geschichte des Anfangs: Deine Einstellung macht das Leben schön. Lege ein großes Erinnerungskonto an. Sorge dafür, dass dein Kopf gut funktioniert. Glaube an deine Fähigkeiten. Achte auf dich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, eure Monika Fink. Wow, richtig gut die Bühne gerockt, klasse. Sehr schön. Ja, es war noch eine Frage im Chat, ob die Speaker auch mit abstimmen. Ja, wir stimmen alle zusammen ab. Jeder hat eine Stimme für den ersten Platz, für den zweiten Platz, für den dritten Platz. Wunderbar, wir gehen direkt weiter. Und heute aus Mexiko zugeschaltet, Tanja Gruber mit ihrer Keynote Freude am Sein. Deine 4 Minuten, liebe Tanja. Servus, ich bin die Tanja, heute live aus Mexiko. Wenn mir das Wasser gerade bis zum Hals steht, dann liegt es vor allen Dingen an der mexikanischen Hitze, gefühlt gerade mit 40 Grad hier.
weil die Sonne euch zu sehr blenden würde und mich in den Hintergrund rücken würde, habe ich die Sonne heute mehr ausgeblendet, damit ihr auch mir ein bisschen mehr in den Blick habt. Ja, wenn ich dich frage, wo bist du gerade? Was antwortest du mir? Zu Hause, im Büro, im Auto, unterwegs, im Urlaub? Warum zum Beispiel nicht? Im Körper, außerhalb von meinem Körper, in meine Gedanken, in meine Gefühle, in den Zukunftsängsten, in den Gedanken, was muss ich die nächsten Tage noch alles machen, was gibt es denn alles zu tun für mich? Oder in der Vergangenheit, was habe ich denn da wieder verkehrt gemacht? Was hätte ich denn da besser machen können? Was ist da vielleicht nicht so gut gelaufen? Und was hat es nun mit der Freude im Sein zu tun, worum es mir ja heute geht? Was heißt denn Freude, wenn du jetzt an die Freude denkst? Wo kannst du die mit deiner Freude verbinden? Spürst du die im Körper? Kommen Bilder dazu in dir? Gedanken? Töne? Welchen Raum hat die Freude in dir, in deinem Körper? Und jetzt stell dir vor, jetzt kommt jemand von außen und kickt dich aus der Freude, weil er irgendwelche Anforderungen an dich hat. Du sollst irgendwas machen, irgendwelche Erwartungen erfüllen oder wie auch immer. Was passiert dann in dir? Wo geht dann deine Freude hin? Verlierst du die? Ist die immer nur da, nur nicht mehr zugänglich? Ist beides gleichzeitig möglich? Wie machst du das? Ganz individuell für dich. Hat die Freude eine Farbe in deinem Körper? Hat die einen bestimmten Platz, einen inneren Raum? Kannst du überhaupt was anfangen mit dem Begriff inneren Raum? Und wie kannst du wieder wechseln? Wenn dir jemand rausgekickt hat, du die vielleicht selber gerade verloren hast, den Kontakt zu dir, wie kannst du die wieder mit der Freude verbinden? Auf eine leichte, spielerische Art und Weise, wenn du Lust dazu hast. Muss ja auch nicht sein. Ich bin zum Beispiel auch die Trauma Queen. Ich liebe es, im Trauma festzustecken. Doch, ich lerne es gerade immer mehr, die Freude Queen zu werden. Was ist denn deine Queen? Oder dein Queens-Zustand oder dein Kings-Zustand, wo du dich gerne aufhältst. Fühlst du dich überwiegend wohl damit? Oder hättest du gern einen anderen Queens- oder Kings-Zustand? Welche Bilder tauchen da zu dir auf? Was ist der erste Impuls, der erste Gedanke? Und wie kannst du bewusst wechseln? Wo ist der Raum dazwischen, wo du Bewusstsein für neue Entscheidungen treffen kannst? Und was nimmst du dir heute von meinem Impulsvortrag mit? Mit was verbindest du die mit mir, wenn du meinen Worten lauscht, wenn du mich anziehst, wenn du meine Augen schaust? Freust du dich? Freust du dich einfach hier zu sein? Oder gibt es Widerstände? Du musst jetzt auch was bewerten, musst Entscheidungen treffen. Aus welchem Zustand heraus triffst du denn die Entscheidung? Zum Beispiel, wer heute die Gewinnerin wird für dich? Oder wenn du andere Entscheidungen zu treffen hast, zum Beispiel berufliche? In welchem inneren Raum gehst du da? In den Zustand der Leere, der Freude, des Stresses, der Angespanntheit, des Genervtseins? Und wie bewusst bist du dir dessen und kannst immer wieder wechseln? Zu sagen, ja, jetzt gehe ich bewusst wieder in den Raum der Freude, egal was von außen gerade passiert, was andere von mir wollen. Ich habe die freie Wahlmöglichkeit, wenn ich mich dafür entscheide. Wie schaut es bei dir aus? Und mit diesem Impulsvortrag mag ich dich heute einladen, mehr zu der Freude in dir zu forschen. Wie verbindest du dich ganz individuell auf deine eigene Art und Weise mit der Freude? Das war die Tanja aus Mexiko. Au! Ein Riesenapplaus. Wow, du hast die Bühne gerockt und ich freue mich so, dass die Internetleitung toll funktioniert hat. Bist richtig super rübergekommen. Sehr schön. Bevor wir weitermachen, Andreas, kannst du noch mal ein Foto machen? Da ich ja mein Handy nicht habe, würde ich ganz gerne noch mal ein schönes Foto haben. Aber wir haben zwei Seiten heute, dass ihr alle mal lächelt. Hast du das Handy da, Andreas? Ja? Dass ihr alle mal schön lächelt gleich. Moment, da baue ich das mal Wenigstens auch alles eine um hier. Erinnerung an heute haben. Jetzt mal so. Jetzt alle Cheese. Genau. So. Das sieht doch gut aus. Sehr schön, dann alle mal lächeln, genau.
Wunderbar. Super. Vielen lieben Dank. Wir gehen weiter. Im nächsten Vortrag wird die Astrid Kohlwiss halten zum Thema, was es braucht, um Erfolg zu haben. Deine 4 Minuten, Astrid. Dankeschön. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Prima. Hallo, mein Name ist Astrid Kohlwiss und mit meiner Geschichte, wie ich Golfprofi wurde, möchte ich euch näher bringen, was es braucht, um Erfolg zu haben. Mit 25 Jahren hatte ich zum allerersten Mal einen Golfschläger in der Hand. Das war zum Ende von meinem Sportstudium. Und ich habe Golf dann neben meinem eigentlichen Leistungssport Volleyball so als Hobby betrieben. Über die Jahre wurde dann Golf immer mehr, ich habe es besser kennengelernt und immer mehr so zu meiner Liebe. Und daraus entstand die Vision, Golflehrerin zu werden. Eine Unterstützung durch den Verband konnte ich nicht mehr erwarten, also habe ich in mich selbst investiert. Ich habe angefangen, sehr, sehr viel zu trainieren und damals wurde gelernt, ehrlich gesagt, mehr aus Versuch und Irrtum. Möglichst viel trainieren war das Wichtigste. Ich hatte meine eigenen Trainingsstrukturen und ich hatte einen Spielpartner mit viel Erfahrung, der wurde zu meinem Mentor. Die Frage ist, was habe ich auf diesem Weg gelernt und wie könnt ihr davon profitieren? Nun, zum einen bin ich meiner Vision gefolgt und bin mutig diesen Weg gegangen. Ich habe mein Ziel mit Beharrlichkeit und Resilienz wirklich angegangen. Ich habe gelernt, Hilfe anzunehmen. So hatte ich diverse Trainer, die mich unterstützt haben. Und ich habe gelernt, dass das mit Technik alleine nicht reicht, sondern dass man auch gerade im Golf sehr viel mentale Stärke braucht. Und das sind alles Learnings, die natürlich helfen auf diesem Weg. Mit 32 Jahren habe ich dann angefangen, diese Lehre, diese Ausbildung zum Golflehrer. Nach dem erfolgreichen Abschluss habe ich noch ein Jahr in diesem Beruf gearbeitet und dann entstand eine neue Vision. Ich wollte Spielerin werden auf der europäischen Damentour. Dafür habe ich dann mein Unterrichtsbuch wieder geschlossen, habe sehr viel trainiert und noch mehr Turniere gespielt. 1997 habe ich es dann geschafft. Ich wurde eingeladen als Spielerin auf der europäischen Damentour. Das war mein größter Erfolg. Ehrlich gesagt war ich nicht wirklich konkurrenzfähig, aber ich durfte mitspielen. Und das Wichtigste daran waren die immens vielen Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Nicht nur für meinen Beruf als Golflehrerin, sondern vor allem für mich persönlich. Ja, und dann ging es weiter. Diese 4 Jahre, die ich dort verbracht habe, waren sehr, sehr lehrreich. Aber im Grunde kann man sagen, dass Golf eigentlich ein Spiegel des Lebens ist. Und dieser Spiegel des Lebens, der hilft uns auch bei anderen Dingen. So ist es zum Beispiel so, wenn ich einen Fehler mache oder eine Bahn schlecht spiele, dann ist das nicht gleich eine Vollkatastrophe. Ruhig weitermachen, ohne Selbstvorwürfe und immer wieder sein Bestes geben. Das ist das Wichtigste, im Golf wie im Leben. Heute unterstütze ich Menschen dabei, mehr Erfolg zu haben. Auch das nicht nur im Golf, sondern auch im Leben. Denn der Weg zu Erfolg ist eigentlich immer der gleiche. Es gibt eine Vision und dann braucht man einen Willen dazu. Und dann kommt man ins Handeln und ins Tun. Ich habe ein großes Ziel und dieses Ziel unterteile ich in diverse Zwischenziele. Und dann brauche ich Resilienz und Stärke, denn es wird Hindernisse und Widerstände geben. Vielleicht braucht es auch einen Plan B oder C, denn Erfolg ist nicht linear. Und wenn du ein Ziel, eine Vision hast, dann brauchst du deinen individuellen Weg, der zu dir, deinen Stärken und deinen Kompetenzen passt. Das wünsche ich dir für deinen Erfolg. Denn Erfolg ist immer individuell. Vielen Dank. Wow, Applaus. Richtig gut die Bühne gerockt. Bevor wir weitermachen, wir haben heute tatsächlich ein Geburtstagskind unter uns. Der Jürgen Wienhardt hat heute Geburtstag. Deswegen singe ich für die anderen zusammen ein kleines Ständchen. Also Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Jürgen, Happy Birthday to you. Alles Liebe, das finde ich ganz toll, dass du heute an deinem Ehrentag dabei bist, lieber Jürgen. Danke vielmals, danke für die Impulse heute. Dankeschön. Ja, sehr, sehr gern. Wunderbar. Wir gehen weiter im Programm. Wir haben heute den Carsten Hohmann dabei, der ist eingesprungen für den Frank Adamowitz, hat also auch nicht viel
Vorbereitungszeit und sein Vortrag ist Farbe bekennen, mehr Mut zur eigenen Persönlichkeit. Deine 4 Minuten, lieber Carsten. Ja, vielen Dank. Gerne. Stell dir mal vor, 100.000 Jahre zurück und du sitzt mit deiner Familie in der Höhle, am Feuer. Die Mägen knurren. Es ist Zeit für die Jagd. Also springen jetzt alle auf, nehmen einen Speer in die Hand, rennen raus und jagen wie wild irgendwelchen Tieren hinterher. Und ob das so clever ist? Oder ist es vielleicht clever, diejenigen, die geschickt sind, die gut sind mit den Augen, vorauszuschicken, um auszukundschaften, wo denn die leckeren Tiere sind? Und danach diejenigen loszuschicken, die mit dem Speer in der Hand pfeilschnell den Tieren hinterherjagen und sie dann auch wirklich fangen und erlegen. Ist es vielleicht clever, diejenigen, die das gut können, in der Höhle zu belassen, damit die schon mal das Feuer richten, damit das, was wir an Wild erlegen draußen, dann auch wirklich ordentlich zubereiten können? Wer passt auf die Kinder auf? Und auf die anderen Tiere? Wer richtet es rund um die Höhle? Wenn wir das alle immer alle gleichzeitig tun würden, gäbe es doch nur Chaos, oder? Aber genau das passiert da draußen gerade. Wir alle wollen immer irgendwie alles gleichzeitig tun und alles gleichzeitig schaffen. Und wir glauben immer, dass wir erstens multitaskingfähig und zweitens zu allem fähig sind. Wie Eckhard von Hirschhausen in einem schönen Vortrag mal sagte, der Pinguin ist nicht zum Klettern auf Bäume gemacht. Das bist du auch nicht. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Jeder von uns hat seine eigenen Möglichkeiten, seine eigenen Fähigkeiten. Fang endlich an, Farbe zu bekennen. Fang endlich an zu bekennen, wer du bist und was du kannst. Fang doch endlich an, deine Persönlichkeit zu zeigen. Sei ein bisschen schräg, sei ein bisschen daneben oder sei ganz seriös, ganz so, wie es dir gefällt. Warum fahren wir alle graue, weiße und silberne Autos und schwarze? Warum ziehen wir alle denselben Anzug an? Warum kopieren wir alle das Social-Media-Profil des Nächsten? Warum sind wir alle plötzlich nur noch gleich? Fang heute an, Farbe zu bekennen. Fang an, dein Leben zu leben. Fang an, es mit Farbe zu dokumentieren. Warum erzähle ich dir das? Ich habe Farbpsychologie studiert. Mein Leben lang setze ich mich schon mit Farbe auseinander und ich stelle in Raumgestaltung, in der Farb- und Zielberatung immer mehr fest, dass es immer mehr gleiche Menschen gibt. Alle kriegen so ein Kostüm übergestülpt, kriegen denselben Raum vorgesetzt. Wir streichen alle Wände weiß, wir zahlen alle dunkelblaue Anzüge an, damit wir alle dem Ideal entsprechen. Wenn wir heute anfangen, jeder für sich Farbe zu bekennen und jeder so zu sein, wie er selbst ist und seine eigenen Fähigkeiten nach vorne zu bringen, dann könnten wir endlich wieder Teams bilden, die auch wirklich was schaffen und wir hätten endlich wieder auch alle Freude, und zwar riesige Freude an dem, was wir tun. Einen farbenfrohen Abend. Vielen Dank. Wow, das war spitze, richtig gut gemacht. Hast uns abgeholt auf jeden Fall. Bist ja einfach auch ein Profi. Ganz toller Vortrag, sehr schön. Prima, wir gehen direkt weiter. Unsere Speakerin Nummer 5 ist die Dagmar Thiel und ihre Keynote heißt Träumen und Leben erlaubt. Deine 4 Minuten. Ja, Träumen und Leben erlaubt. Ja, aber... Schuster, bleib allen leisten. Also wie willst du das denn jetzt hinkriegen? Nicht, dass du jetzt wirklich ein Überflieger bist. Also pass bloß auf. Wie könnte das denn so sein? Und noch viel, viel mehr. Und du sagst, stopp, darauf hast du keinen Bock. Weil heutzutage macht man das nicht mehr so, wie die Eltern das erzählt haben. Wir machen es anders. Wir wissen, unser Mindset ist gut. Wir müssen das jetzt hinkriegen und uns glauben. Und dann schaffen wir alles. Und so kannst du dich entscheiden, wie wir es auch jetzt hier gerade gehört haben. So haben die 4 Freundinnen auch gedacht. Die treffen sich nach einiger Zeit mal wieder auf der Terrasse bei der einen und berichten, wie es war und vor allen Dingen, welche Pläne sie für den Herbst haben. Doris fängt an. Also im Herbst, ne, da sitze ich auf meiner Dachterrasse
höre das Meeresrauschen dabei, rieche den Duft der Kräuter dann dabei und mit diesem Glas Rotwein muss ich mich jetzt entscheiden, ist dieser Sonnenuntergang der schönste oder der, der gestern da war. Und außerdem freue ich mich total auf meine neuen Nachbarn, die mich heute besuchen kommen. Und es ist einfach nur zauberhaft warm und nicht drückend schwül, sondern ach ja, ich habe es geschafft. Sagt die Anna, sag mal, Spinz, ist das denn auch wirklich wahr? Ja, sagt sie, ja, klar. Ich habe die Koffer gepackt, Umzugsfirma ist da, ich bin im Oktober da unten. Aha. Also richtig auswandern? Ja. Ja, also auswandern, da habe ich auch schon recht häufig drüber nachgedacht. Also wollte ich ja auch schon immer, aber also meine Kinder sind noch klein, meine Eltern werden immer älter und ich habe jetzt gerade mal das Haus abbezahlt. Also doch nächstes Jahr denke ich mal schon so da dran. Bärbel, auswandern? Endlich, ich komme mit, weil ich will es nicht alleine machen und da gibt es kein Aber, nichts. Wir machen das jetzt. Cordula? Also auswandern finde ich schon spannend, habe ich ja schon ganz, ganz lange drüber nachgedacht. Aber meine Kinder, mein Mann, mein, ja, also ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, aber so, drei Situationen, drei ähnliche Aussagen. Was glaubt ihr, welche von diesen Mädels wird im Oktober mit auf der Dachterrasse sitzen? Viele? Ja, aber. Lieber, nein, ja. Und erfahrungsgemäß? Es ist Cordula, die dritte. So, warum? Die erste, das erste Ja, aber ist ein Ja, aber ich traue mich nicht, Nein zu sagen. Und deswegen finde ich Gründe. Natürlich sind Kinder, Eltern, Haus irgendwie was Wichtiges, aber wird es vorgeschoben, weil vielleicht einfach Angst dabei ist, sich einzugestehen, ich mag nicht ohne meine Kinder, weil dann wäre ich ja nicht mehr wichtig. Oder wie ist das so tief dann dahinter? Bei der Bärbel, die sagt, ich presche los, kein Aber. Ja, oft knicken die nämlich ein, wenn das erste Aber kommt, wenn die Kinder meckern oder wenn da irgendwie der Flug nicht funktioniert. Oder sie ziehen es durch, sind trotzdem nicht glücklich auf der Dachterrasse. Und die Cordula, ja, die darf sich dann entscheiden, wirklich sich so ernst zu nehmen, dass sie alle ihre Abers wirklich klärt, sich Hilfe holt. Ich habe noch das und das und wie ist das denn? Sie nimmt sich ernst mit allen Schattenseiten. Und wie ihr euch vorstellen kann, ich habe die meisten Cordulas, weil ich bin auch so eine. Ich presche los, aber ich nehme mich ernst oder ich will ganz da sein. Und dazu gehört, dass ich wirklich mich kenne. Und das kann ich immer wieder sagen. Träume und Leben erlaubt, er fängt an, indem ihr euch erkennt mit allen Tiefen da dran und sie mitnimmt. Und die letzte Frage ist, sehen wir uns im Oktober auf meiner Dachterrasse? Applaus, ganz, ganz toll, Dagmar. Kam richtig was rüber. Sehr schön. Und ja, der Andreas hat jetzt sogar so schnell noch einen Timer hinbekommen. Also auch bitte mal einen Applaus für den Andreas Belloff. Der ist wirklich hier mein Wingman. Also du machst ja von Beginn an hier die Technik, bist immer dabei bei jedem Meeting. Top zuverlässig, auch wenn wir mal ein zweites Meeting geplant haben, wie jetzt am 11. Das richte ich mir ein und ich weiß, dass du sehr viele Termine hast. Also vielen lieben Dank, dass es dich gibt und dass du mich so unterstützt, Andreas. Für euch mache ich das gerne. Es ist mir immer ein Fest. Das ist schön. Sehr schön. Wir gehen weiter im Programm des Speaker Special Awards. Die Speakerin Nummer 6 ist die Gabriele Kapp und ihr Thema ist Liebesglück mit Bodenhaftung. Deine 4 Minuten. Dankeschön. Ja, Paradigmenwechsel. Als das UFO auf der grünen Wiese neben dem Kartoffelacker landet, ist es gerade später Nachmittag. Das Raumschiff setzt auf, die Tür fliegt auf, die Gangway geht runter und heraus tritt ein kleines Marsmännchen. Es kann ich jetzt nicht gendern, das geht nicht. Also, und dann kommt es heraus, guckt sich um und dreht sich um zu seinen Kameraden. Die bleiben nämlich im Raumschiff. Er soll die Vorhut bilden und er soll diesen Planeten Erde erforschen und wie die Wesen dort sind. Er geht die Gangway runter, geht auf die Bäume zu und sieht dort Gebäude stehen. Das zieht ihn magisch an.
Und als er dort läuft und ins Gebäude kommt, ist es ein Bauernhof und der Bauer und die Bäuerin sind gerade dabei, ihre 50 Schweine zu füttern. Er schaut um die Ecke, das Marsmännchen, und sieht, wie der Bauer in seinem schwarz-rot karierten Hemd, dem blauen Anton, grünen Stiefeln und auch die Frau in ihrem blau-weiß geblümelten Flanellhemd, blauer Anton, grüne Stiefel, wirklich im Schweiße ihres Angesichts die Eimer mit den Futtern durch die Gitter schüttend und die Schweine füttern. Und das Marsmännchen erfasst die Situation komplett, wie wir das kennen aus der Forschung, denn es funkt dann an seine Kameraden im Raumschiff. Die Rosafarbenen halten sich Sklaven in bunten Gewändern, die sie bedienen müssen. Ups! Kommt euch das bekannt vor? Voll daneben, voll erforscht, alles gesehen und ganz sicher. Ja, warum erzähle ich das? Wenn wir in der, also heute ist es so, dass die Marsmenschen Kinder in der Schule immer noch lernen, dass auf dem Planeten Erde die Schweine über die Menschen regieren. Und das erzähle ich deshalb, weil wenn wir im Unterricht lernen, dass in der Jungsteinzeit die Menschen primitiv waren und wir sehr viel mehr entwickelt sind, dann kann das ganz schön daneben gehen, denn tatsächlich die neuesten Forschungen sagen, in der Jungsteinzeit waren die Menschen, was sowieso was das Soziale anbelangt, sehr viel weiter als wir. Sie hatten ein richtig lebendiges Familienleben und ein richtig tolles Liebesleben. Dagegen ist das, was wir jetzt haben, nicht nur ein Sparprogramm, sondern eine echte Wüste. Was ist das Glücksgeheimnis aus dem goldenen Zeitalter? Das heißt so, das Glücksgeheimnis ist, sie haben die längste Lebenslinie der Welt, die Geburtslinie. Sie bleiben nämlich, als haben unsere Vorfahren, und es gibt ja auf der Schwäbischen Alb jede Menge solche Siedlungen aus der Jungsteinzeit, lebten in der Geburtslinie zusammen in Verwandtschaftsgesellschaften, nicht wie wir in Gattengesellschaften, die man praktisch in jeder Generation auseinanderreißt, sondern der Bauernhof, die Kultur fand in der Familie statt und die Liebespartnerschaft war der Paradiesgarten und wurde nicht damit erdrückt. Na, was soll ich sagen? Also, wenn wir wieder richtig überirdisch tollen Sex haben wollen als Gesellschaft, wirklich in breiter Linie, und ein richtig intergalaktisches, lebendiges Familienleben, dann kann es eine gute Idee sein, mit dem Goldkompass, den ihr hinter mir seht, den Weg wieder zu gehen zu mehr Gemeinschaft, zu mehr Freiheit und zu viel mehr Wow. Dann gibt es abends, dann gibt es tagsüber nicht mehr unter jedem Dach ein Ach, sondern tagsüber tolles Familienleben und ich hoffe, abends unter jedem Dach ein. Ach, vielen Dank. Ja, das war doch wirklich ein Wow-Vortrag. Ganz, ganz toll gemacht. Also habe ich schon einiges mitnehmen können. Ja, wir gehen weiter im Programm. Speakerin Nummer 7 ist die Selma Sona Gerstenberg und ihre Keynote heißt Zeitliche Freiheit. Deine 4 Minuten beginnen jetzt. Gabriele, kannst du das? Genau, danke schön. Kennst du das? Ich habe keine Zeit und die Sehnsucht nach einer Auszeit. Und glaubst du an ein Leben vor dem Tod? Ich bin die, die wirklich keine Zeit hatte. Die 4 Stunden pro Nacht geschlafen hat, um damit 4 Wochen pro Jahr zu gewinnen. Und mit dieser Diagnose, höher, schneller, weiter, besser, lag ich jetzt im Krankenhaus und sah Tropfen für Tropfen, Sekunde für Sekunde die Zeit verrinnen. Und da half mir ausgerechnet mein zugeschwollenes Auge, mir die Augen zu öffnen. Und ich verstand, dass die Zeit, mein Zeitmanagement wirklich nicht braucht, denn sie lief von ganz alleine durch. Und ich verstand auch, dass Zeitmangel zwar ein Mangel ist, aber eben nicht an Zeit. Weil Zeit vielleicht die einzig gerecht verteilte Ressource auf dieser Welt ist, denn deine Sekunde ist gleich lang wie meine, auf der Ebene der Zahlen, Daten, Fakten.
Doch wenn wir uns die emotionale Ebene angucken, sieht es gleich ganz anders aus. Eine Sekunde ist als Schrecksekunde ewig und für Liebende nicht. Ich bin Selma Sona und ich helfe Menschen, die Träume und Visionen, aber keine Zeit haben, rein in ihre zeitliche und emotionale Freiheit. Und die meisten Menschen bereuen am Ende ihres Lebens, wenn sie wirklich keine Zeit mehr haben, ihre Zeit abgelaufen ist, nicht das, was sie getan haben, sondern das, was sie nicht getan haben. Und was meinen wir wirklich, wenn wir sagen, ich habe keine Zeit und ich wünsche mir eine Auszeit? Was wir wirklich damit meinen, mit dem ich habe keine Zeit, ist, ich habe keine Zeit für die Dinge, die mir am Herzen liegen, für die Dinge, die mir wichtig sind. Und ich sehne mir eine Auszeit herbei, eine Auszeit, die wir bezahlen mit dem Preis einer In-Zeit. Und diese In-Zeit, dieser niedrige Standard, wo wir aushalten und vielleicht eigentlich ganz zufrieden sind, aber nicht wirklich glücklich, dieser niedrige Standard ist auch der niedrigste Standard von uns, den wir bereit sind zu akzeptieren. Und wie wäre es, wenn wir statt von einer Auszeit zu träumen, unsere In-Zeit, unsere Lebenszeit ein Traum wäre? Und wenn du magst und diese Sehnsucht nach einer Auszeit und ich habe keine Zeitgefühl kennst, dann lade ich dich ein auf eine Reise, weil Prävention ist besser als behandeln. Und wir müssen nicht erst an diesem Punkt ankommen, wo wir wirklich keine Zeit mehr haben, wo unsere Zeit gekommen ist, körperlich von dieser Welt zu gehen, sondern wir können bereits vorher, jetzt, wo wir diese Zeit haben, hier und jetzt anfangen. Wir können anfangen, unser Leben von hinten an zu leben. Und wenn du magst, lade ich dich auf eine kleine Reise ein, wo du in deine Zukunft gehst, immer weiter in deine Zukunft gehst, bis du an diesen Punkt kommst, wo du dir vorstellst, deine Zeit ist gekommen zu gehen. Es ist nun wirklich keine Zeit mehr da. Und wie möchtest du, wenn du dann zurückguckst auf dein Leben Revue passieren lässt, wie möchtest du dann gelebt haben? Wer möchtest du sein? Was möchtest du nicht mehr gemacht haben? Was möchtest du gemacht haben? Und nimm das, was du da jetzt siehst, als Impuls. Und warte nicht auf diesen Moment, wenn es wirklich zu spät ist, sondern fange hier und jetzt genau damit an. Für dein Leben vor dem Tod. Deine Selma Sona. Wow, fantastisch. Das ging ja mitten ins Herz. Ganz tolle Keynote auf jeden Fall. Sehr schön. Ist denn deine Tochter jetzt auch schon bereit? Ja, ist bereit. Ja. Wir wechseln noch kurz den Namen. Ja, kannst kommen. Wir brauchen noch eine kleine Zeit zum Namen. Alles gut. Das ist ja fantastisch, dass du jetzt einspringst, so Jelena. Wow. Danke. Ihr seid ein tolles Team. Was haltet ihr von den Keynotes heute? Gebt mal so Handzeichen. Ja, alle begeistert. Ja, Michael ist noch ein bisschen vorsichtig. Ja, Michael knapp. Oder? Okay. Nee, ich glaube, das war wirklich jetzt schon richtig guter Input. Ja, und jetzt ist die Bühne da für Zoe Luna mit ihrer Keynote Alleine glücklich. Deine 4 Minuten, liebe Zoe Luna. Also, wo ich früher in der Kita war, wurde ich immer ausgeschlossen. Niemand wollte mit mir spielen. Es war gerade mal so 2-mal, wo ich mit jemand anderem spielen konnte. Es war so oft, so immer, immer wieder, dass ich mich dran gewöhnt habe. Also hatte ich irgendwie nach einer Zeit ein Gefühl der Leichtigkeit, Selbstvertrauen und Glücklichkeit gefühlt. Ich hatte keine Ahnung, wieso. Aber ich glaube, ich weiß jetzt wieso. Es war einfach nur so, ich hatte richtig großes Talent. Andere wollten es vielleicht auch haben. Und ich hatte dann so viele Freunde am Anfang, wo ich in der Kita gekommen bin. Aber irgendwann waren die weg. Warum? Andere wollten auch so viele Freunde haben. Das habe ich irgendwann bemerkt. Und danach hatten die einfach meine Freunde weggenommen. Also war ich dann allein.
Ich war ein bisschen irgendwie erleichtert, glücklich. Und ich hatte so getan, als ob ich wie eine andere Freundin bei mir an der Seite hatte. Es war keine echte, sondern es war nur mein Gedanken. Aber es hat mir immer geholfen, daran zu denken. Und ich hatte auch manchmal ein Lied gesungen für mich. Und habe damit meine Emotionen, meine Gedanken und alles, was in mir steckte, gezeigt. Andere haben vielleicht nicht zugehört. Andere haben für 10 Sekunden zugehört. Ich habe zum Beispiel getanzt. Es war mir egal, was die anderen sagten, was die anderen über mich dachten. Also war ich glücklich. Und es hat mir immer geholfen, daran zu denken, wie ich alleine glücklich sein kann. Denn manchmal in der Schule ist es auch so, ich habe niemanden zu spielen. Vielleicht sind alle meine Freunde krank. Oder die spielen etwas, wo ich nicht spielen will und die wollen vielleicht nicht etwas anderes spielen. Aber ich finde immer eine Lösung, egal was passiert. Ob ich ganz alleine bin oder wo auch immer es ist. Ich finde eine Lösung. Und alleine glücklich sein hat mir immer geholfen, Lösungen zu finden. Es mag mal nicht so sein, dass du immer mit deinen Freunden oder Freundinnen spielen kannst. Du kannst ja auch neue Freundinnen suchen, weil zum Beispiel deine Freundinnen krank sind oder nicht mit dir spielen wollen. Und die Information will ich ganz gerne zuhören, die Kinder sind, weitergeben. Denn es passiert, glaube ich, bei denen öfters, dass man ausgeschlossen wird als bei Erwachsenen. Ich bin Selina Gerstenberg, bin 9 Jahre alt und ich freue mich, meine Emotionen zu zeigen. Danke. Oh, Gänsehaut. Also ich wäre froh, wenn ich mit Vorbereitung so toll sprechen könnte wie du, spontan. Das ist ja der absolute Hammer. Also ging mitten ins Herz rein. Vielen lieben Dank für diese tolle Keynote. Ja, ist ja fast schwierig, jetzt einen Übergang hinzubekommen. Ich bin total berührt gerade. Aber wir machen trotzdem weiter. The show must go on. Und jetzt haben wir den Speaker Nummer 9 und das ist der Uli Zimmermann. Lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Warum alle Unternehmer für sich die Ein-Tage-Woche einführen sollten. Deine 4 Minuten, lieber Uli. Ja, nach der Vorrede wird es jetzt echt schwer. Also, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Und ob das jetzt mit der Ein-Tage-Woche für Unternehmer der Holy Bullshit pur ist oder ob das einfach die strategisch geilste Idee überhaupt ist, kannst du nach den nächsten 4 Minuten für dich einfach entscheiden. Wir werden über 3 Dinge reden, nämlich deine Lebensqualität, die Lebensqualität deiner Mitarbeiter und die Lebensqualität deines Geldbeutels. Fangen wir mal mit deiner Lebensqualität an. Unternehmen haben ja gerade, wenn man wächst, den Riesencharme, dass die anfangen, den Unternehmer aufzusaugen. Am Anfang arbeitet dein Unternehmen noch für dich, aber dann so irgendwie Hamsterrad und Co. ist es dann so, dass du mehr und mehr für deine Laden arbeitest, deine Freiheit ist futsch. Und wie cool wäre das, wenn du jeden Tag neu entscheiden könntest, gehst du barfuß an den Strand, arbeitest da oder nix, oder gehst du 7 Tage in deinen Laden und arbeitest einfach nur noch die Sachen, die dir Spaß machen, wo du deine Stärken vergoldest und deine Mitarbeiter, deine Leute, die machen das einfach, was es sonst braucht. Das ist ziemlich cool. Lebensqualität deiner Mitarbeiter heißt ja auch, also ich war 27, als ich angefangen habe, an meiner Ein-Tage-Woche zu arbeiten. Mit 32 hatte ich meine Leute soweit. Die hatten Wunscharbeitszeit, Wunschgehälter, Wunschautos. Die hatten jedes Vertrauen, jedes Zutrauen dieser Welt. Die haben den Laden gerockt, 23 Leute. Und ich war einmal die Woche zum Kaffeetrinken da. Interessanterweise haben wir in der Zeit verdreifacht. Jetzt könnte ich ja sagen, das lag daran, weil ich weniger gekommen bin. Nee, es lag daran, dass ich den Leuten weniger in die Füßen gestanden habe, dass ich die habe wachsen lassen, dass ich aus den Zwergen große Leute habe wachsen lassen, dass die Rückendeckung, das Vertrauen, das Zutrauen, dass die das einfach gewertschätzt haben, kreativ wurden, arbeiten durften, mal was zu Ende bringen, ohne dass der Chef wieder dran stört. Und eine Verdreifachung ist echt ein Wort.
in einem sehr engen Markt. Mit den gleichen Leuten, mit den gleichen Kunden, mit den gleichen Produkten, muss man einfach noch dazu sagen. Und spannend ist natürlich dann der Blick in die Lebensqualität deines Geldbeutels. Ihr könnt euch natürlich schon ausrechnen, dass sich das gerechnet hat, wenn Leute plötzlich wachsen. Wir hatten eine Lohnsumme von 1,5 Millionen Euro und ich bin mir sicher, dass wir vorher mindestens die Hälfte verschwendet haben. Und nachdem die alle selber gearbeitet haben, nachdem die groß waren, nachdem, glaube ich, dass wir nicht mehr 750.000 Euro im Jahr verschwendet haben, sondern die Leute jetzt nicht mehr zur Hälfte, sondern zu 70% produktiv waren. Das konnte man in den Zahlen auch gut sehen. Also es rechnet sich brutal. Und da kommt noch ein wichtiger Punkt. Irgendwann willst du deinen Laden übergeben oder verkaufen. Und jetzt kannst du mal rechnen. Rechne mal dein Gehalt plus den Ertrag deiner Firma mal 5 bis 6. Und da kommst du auf die Idee, das ist der Wert deines Unternehmens. Und den kriegst du zu 100%, wenn es dich nicht braucht. Und du kriegst genau nichts, wenn der Laden an dir abhängt. Die Differenz kannst du mal in einem Geldbeutel abziehen. Und dann wirst du auf die Idee kommen, scheiße, es rechnet sich. Also wenn das ein Ding ist, zu sagen, ich würde gern mich und meine Zeit vergolden, dann empfehle ich dir zumindest mal im ersten Schritt diesen wunderbaren E-Book Boost Your Rat Race. Und im zweiten Schritt, wenn du noch irgendwie ein bisschen mehr tun kannst, gibt es aus diesen 10 Schritten auch eine nette 10-Wochen-Challenge, wo du jede Woche eine Aufgabe kriegst. Und wenn du willst, dann schick mir eine E-Mail und dann sehen wir uns am Strand. See you at the beach, barfuß am Strand. Also, entscheide jetzt. Wow, wie abwechslungsreich heute hier. Toll gemacht, Uli. Echt herzlichen Glückwunsch. Danke. Sehr schön. Ja, und die Christina Löhner, die schart jetzt auch schon mit den Rufen. Die letzte Keynote steht in den Startlöchern. Du stehst schon die ganze Zeit da, habe ich schon gesehen. Irgendwie also tolle Haltung. Und dein Vortrag heißt, mach es wie die Kuh und sei glücklich. Deine 4 Minuten, liebe Christina. Ja, hallo. Ich bin Christina Löhnert, Neurowissenschaftlerin und Psychotherapeutin. Und ich helfe Menschen, wieder den Kapitänsposten in ihrem Leben einzunehmen. Meine Devise ist, selber steuern, statt herumschubsen lassen. Was kann ich jetzt als Kapitänin von einer Kuh lernen? Als Patrol Rinpoche, ein großer tibetischer Meister, von seinen Schülern gefragt wird, wie man die Erleuchtung erlangt, also die höchste Form des Glücks, ist seine Antwort, mach es wie die Kuh. Die frisst, scheißt und schläft. Och, ist ja ganz einfach, oder? Hast du heute genau das gegessen, was dein Körper braucht? Hast du dir heute ausreichend Zeit genommen für deine Verdauung oder nebenbei E-Mails gecheckt? Bist du heute Morgen ausgeschlafen aufgestanden? Ganz ehrlich, ich finde das gar nicht so einfach. Dabei sind das nur 3 von 8 menschlichen Grundbedürfnissen. Mein Wunderpunkt ist der Schlaf. Wenn ich nicht genug schlafe, geht gar nichts. Dann mutiere ich zur nörgelnden Ehefrau, zur strengen Mama, zur überforderten Unternehmerin, bin total leicht reizbar. Nach ein paar Tagen kriege ich dann Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und wenn ich die auch noch übergehe, dann zieht mir mein Körper mit einem Infekt den Stecker. Kennst du das? Aus der neurowissenschaftlichen Forschung wissen wir, dass bereits nach einer zu kurzen Nacht unser Gedächtnis und unsere Konzentrationsleistung leiden. Schlafen wir mehrere Nächte hintereinander zu kurz, dann reagieren die meisten von uns wie mit einem Blutalkohol von 0,6 Promille. Wir dürften eigentlich gar kein Auto mehr fahren. Warum kommen jetzt so viele Menschen mit Burnout, Stress oder Sucht in meine Praxis? Schlafen die alle zu wenig oder sind die gestresst? Das Problem ist nicht nur der Stress, sondern der Dauerstress ohne Ruhephasen. Stressreaktionen verlaufen nach 4 Phasen. Kommt mal mit in die afrikanische Savanne. Die Antilope grast ganz gechillt vor sich hin. Vorphase. Sie hört ein Geräusch, spitzt die Ohren, ist in Alarmbereitschaft. Alarmphase. Sie sieht die Löwin. Adrenalin geht hoch. Der Körper wird für Flucht oder Kampf bereitgestellt. Die Antilope flieht. Sie ist in der Handlungsphase. Und dann ist sie der Löwin entkommen und geht in die Ruhephase über.
Wenn wir jetzt schon morgens unter der Dusche To-Do-Listen schreiben, dann sind wir nicht mehr in der Vorphase, sondern schon in der Alarmphase. Dann rennen wir durch den Tag, als wären wir auf der Flucht vor der Löwin, schütten haufenweise Adrenalin aus. Wir sind in der Handlungsphase. Dann schütten wir noch mehr Kaffee in uns hinein, weil wir sind ja müde. Und dann, scheiße, die Kinder, schnell nach Hause, eine Wäsche in die Maschine, Abendessen, Hausaufgaben, Kinder ins Bett bringen. Ruhephase? Fehlanzeige. Jetzt nur noch schnell die Welt retten. Danach fliege ich ins Bett. Ab ins die Wäsche! Und dann fallen wir völlig erschöpft nach einer viel zu langen Handlungsphase ins Bett und verlangen von unserem mit Adrenalin vollgepumpten Körper, er möge doch bitte ganz schnell schlafen, weil mit 5 Stunden klingelt schon wieder der Wecker. Ganz ehrlich, wie soll das gehen? Aus der medizinischen Forschung wissen wir, dass eine schlechte Ernährung und eine schlechte Verdauung dafür verantwortlich sind, dass unser Darm kein Glückshormon Dopamin produzieren kann. Und was der Darm nicht produzieren kann, kann im Hirn nicht glücklich machen. Essen, scheißen, schlafen. Wenn ich als Kapitän für meine Grundbedürfnisse sorge, dann schaffe ich es, mit der Gelassenheit einer Kuh durch jeden Sturm zu navigieren. Mein Tipp, jeden Abend, einmal die Woche, um 8 ins Bett und nach 10 Stunden Ruhephase am nächsten Tag ausgeglichen als Kapitänin am Steuer meines Lebensschiffs zu stehen. Oh, gleich schon 8 Uhr. Schnell ins Bett. Gute Nacht. Sehr schön. Bei einem Event soll immer die erste Rede und die letzte top sein. Ich glaube, das haben wir heute hinbekommen. Nur, dass die 8 Reden, die dazwischen waren, auch top waren. Also, ich bin sehr gespannt. Also, ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Hier muss ich ganz ehrlich sagen. Werde ich spontan aus dem Bauchgefühl machen. Ganz tolle Rede, also richtig aus dem Leben, so wie das Leben tatsächlich ist, liebe Christina. Vielen, vielen Dank.